So, da sind wir wieder und wir gehen gleich runter. Aha. Sieht schon mal interessant aus. Hier ist ein relativ leerer Raum. Hier ist eine unverschlossene Truhe. Mit Heilbalsam. Sehr nett. Und eine alte Steinschusspistole. Ja, das ist, die nehme ich wohl einfach mal so hin. Kann man ja auch verkaufen. Ist ja kein Problem. So, gib mir die Steinschlosspistole. Dankeschön. So, speichert das Ganze nochmal, weil ich so wahnsinnig viel schon getan habe gerade. Mein Interface wieder reingeholt. Hier drüben ist noch eine Leiche. Wahrscheinlich sind hier auch ungefähr eine Milliarde Fallen. Eine zumindest. Wir haben ja dieses Amulett, wir haben diesen Brief, den ich mir auf dem Stand schon gar nicht mehr angucken will. Und wir haben eine Schriftrolle und langsam wird es etwas voll hier drin. Wie darf ich euch behilflich sein? Ja, wir hätten gern mal das da. Und das da. Habe ich bis jetzt das Ding nicht noch gar nicht gebraucht. Und Jaina bekommt noch die komischen Stängelchen hier. Gut. Dann zurück. Nochmal den Brief angeguckt, einfach nur rausfinden, was derselbe ist. Ja, es ist derselbe, den wir ungefähr 4 Milliarden Mal schon gefunden haben. Ich mir auch jedes Mal aufsammeln, weil es könnte auch ein anderer Brief sein, sind wir mal ehrlich. Jaina, kommst du mit? Vielen Dank. So, gespeichert. Und mal durch den Mittelgang gegangen. Ich bin mir sicher, hier drin sind ungefähr 1 Milliarde Fallen. Und da drüben ist wahrscheinlich Showdown. So, geht mal vor. Und zwar auf den da. Auf den da. Auf den da. Angreifen. Hallo? Oder so. So, jetzt helft mir kurz mal bitte. Sehr schön. Waffe beschädigt, alles schlimm. So, du bist tot. Du bist tot. Der läuft weg. Ist auch gleich tot. Hier ist wahrscheinlich eine Brodelmasse und ganz alter Schwede. Wir ziehen uns unauffällig zurück. Sicher, das werde ich auf der Stelle tun. Ist das übel hier? Die müssen wir auf jeden Fall einzeln anlocken, sonst sind wir sofort tot. Das geht überhaupt nicht. Erstmal speichern. Dann bleibe ich, also gehe ich mal kurz vor. Und das Plündern wird wieder eine Wucht, weil ich habe echt nicht mehr so viel Inventarplatz frei. So, warte mal, ihr geht kurz mal da hinten hin. Sicher, das werde ich auf der Stelle tun. Geht doch ein bisschen Sicher, weg das von mir, werde ich auf bitte. der Stelle Und tun. geht da hinten Sicher, hin. das werde ich auf der Stelle tun. Sicher, das werde ich auf der Stelle tun. Ich muss es irgendwie so hinkriegen, dass ich nur ein oder zwei Trigger. Alter, wie viele sind das? 20? Kurz mal zählen. 1, 2, 3, 4. Der ist tot, okay. Oder unmächtig oder schlägt einfach nur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also erstmal 5 normale, 6 normale. Also 5 Krieger. Dann wenigstens 5 Drachenbogenschützen, wenn ich gar. Da hätte es noch einer. 6. 3 Schamanen. Eine Riesenratte. Oder sowas. Na, Halleluja. Gehen wir noch ein Schrittchen weiter vor. Jetzt kommst du schon mal. Ein Nummer beeindruckender eins. Angriff. Nummer zwei. Jetzt muss er weg. Weg. Sicher, das werde ich auf der Stelle Kobold. tun. Und schon bis Unglück seinen Lauf. Naja, hoffen wir, dass sie überleben. Alter Schwede, die Pfeile. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Irgendwer ist gleich tot. Ich wahrscheinlich. Alle sind tot. Der Schaman ist gleich tot. Wie günstig. Oh, ich bin tot. So, nochmal geladen. Ich glaube, ich werde Jaina jetzt mal dafür. Wieso drücke ich jetzt mal auf I, wenn ich Jaina haben möchte? Dafür werde ich dir, glaube ich, mal so ein bisschen Heilkram geben. Den die erstmal mir gibt. Das ist ganz günstig. Dann gibt sie Magnus ein bisschen was. Könnt so ein bisschen was behalten. Dankeschön. Okay. Wir probieren es nochmal. F7. Also gespeichert. Wir können diesen Kampf gewinnen. Wir müssen echt nur Stück für Stück machen. Und sobald die Bogenschützen ins Spiel kommen, wird es richtig übel. Warte mal. Ihr geht kurz mal Sicher, das dahin. werde Ich ich gehe auf so der lange Stelle tun. dorthin. Dann gehen wir hier hin. Genau. Alle Sicher, wieder hier das hin. werde ich Alle auf wieder der hier Stelle hin. tun. Sehr schön. Einen haben wir rausgezogen. Bleiben noch
4 Krieger, 5 Bogenschützen oder 6 und 3 Schamanen. So, warte mal. Ihr geht kurz mal dahin. Ich lock den so lange an, dann renne ich wieder weg. Sicher, das werde ich auf der Stelle tun. Genau, haben den Kampf hier vorgezogen, haben jetzt schon mal weitere 3 Krieger. Genau. Oh, auf diese Weise werdet ihr niemanden besiegen. Waffe beschädigt, alles kaputt hier. Noch ein Krieger, jetzt geht's los. Können wir es schaffen? Sicher, warte mal. Das werde ich auf der Stelle tun. Oh, das war sehr gut. Ja, wir haben jetzt also scheinbar alle Krieger getötet, was ganz hervorragend ist. Und können uns jetzt mal den Schamanen und den Bogenschützen widmen. Das heißt, ich mach's gleich mal wie eben. Ich lock die. Warte mal, ich gehe hier hin. Lock meine Leute Sicher, dahin. Das werde ich auf der Stelle tun. Lock jemanden an. Sicher, das werde ich auf der Stelle tun. Sicher, das werde ich auf der Stelle tun. Weg, weg, weg. Na, jetzt geht's los. Und der erste Schamane ist schon mal tot. Der zweite Schamane ist tot. So, jetzt wieder zurück. Sicher, das werde ich auf der Stelle tun. Nochmal gespeichert. Es muss leider so sein. Also, es ist so lustigerweise nicht mehr Cheating, es ist einfach nur gutes Teamplay oder gute Taktik. Strategie. So, da haben wir hier die Ratte. Und jetzt haben wir hier noch so, was haben wir das? Sind das noch Krieger? Ne, das sind allen Ernstes 4, 5, 6, 7 Schützen, ein Schamane. Das ist übel. Ich glaube nicht auch, dass die Schamanen, also dass die Schützen dann geballt losschießen werden. Ansonsten ist hier nichts scheinbar. Ist das denn noch eine Ratte? Okay. So, gespeichert und weißt was? Wir greifen einfach an. Und zwar den Schamanen. So, tot, hoffe ich. Ein Schütze ist tot. Wir müssen uns auf jeden Fall auch mal auf möglichst einen Schützen konzentrieren. Sagt er und macht, tat es zuweil nicht. Waffen beschädigt. Verdammte Granitratte. Eine Wehrratte. Okay, alle leben noch ganz gut. Auch wenn ich hier reichlich Patzer mal sehe oder irgendwelche schlimmen Dinge. Und jetzt auf dich. Aber die war mal tot. Okay, das sah schon mal nicht schlecht aus. Du kannst den Kampf übrigens wieder abbrechen. Ich versuche die ganze Zeit die rechte Maustaste zu drücken. Das tue ich auch, aber es klappt gerade nicht so richtig. Jetzt geht es. So, gucken, was passiert ist. Rüstung ist noch da, mein Schwert ist noch da. Das sind schon mal zwei gute Dinge. So, wie sieht es bei dir aus? Du trägst einen Hammer und kein Schwert mehr, weil dein Schwert kaputt gegangen ist. Ja, okay. Stimmt, das hatten wir schon mal. Hammer 67 von 100 und 60 von 80. In Ordnung. Bei dir, deine Axt 57. Nee. Hallo? 80 von 100 und Rüstung 50 von 80. Auch in Ordnung. Deine hat 26 von 110. Darauf muss ich echt mal aufpassen, weil die will ich echt verkaufen irgendwann noch. Oder reparieren im besten Fall. 40 von 80. Große Lederrüstung ist auch noch in Ordnung. Obwohl wir seine Rüstung auch reparieren müssen, weil so viele große Rüstungen finden wir auch nicht. 80 von 100 für die leichte Axt. Oder für seine Axt und für die kleine Lederrüstung 60 von 80. Alles wunderbar, kann ich kurz speichern. Nichts Schlimmes passiert. Dann greifen wir noch kurz diese Ratte hier weg. So, noch eine Wehrratte, ist das richtig? Ja. Oh, tot ist sie. Und die nächste Ratte. Und auch dieses Tod. Sehr, sehr schön. Finde ich hier noch irgendwas, was weshalb sich eigentlich der Gang hierher gelohnt hätte? Offensichtlich nicht, aber das ist in Ordnung. Und hier fehlen überall noch irgendwelche Gänge rum. Wahnsinn! Ist das viel. So, nochmal gespeichert. Zur Truhe gegangen. Keine Falle. Sehr schön. Wir finden einen Kupferring und eine Waffe. Die kann ich gleich mal so mit reinnehmen. Wir finden 2 Gold. Wow, ein Saphirring, ein Kato-Kristall und einmal Muttermacher. Nehme ich alles mit. Freue ich mich doch drüber. War hier hinten eigentlich noch was? Hier ist noch eine Kiste, genau, eine Zwergentruhe. Warte mal, ich laufe hier so blauäugig hier rein. Könnte auch Fall hier drin sein. Was finde ich hier? Ein Thermometer, ein ungeschliffen Rubin, eine Blechdose, ein Teil einer Taschenuhr. Sehr schön, kann ich zu basteln nehmen und 17 Gold. Da freut sich das Erfinderherz. Hier sind wahrscheinlich wieder Milliarde Fallen drin, alles cool. Die Truhe da hinten haben wir schon geplündert. Und ich spreche noch davon. Boah, sag mal. Jetzt schlägt es aber 13. So. So. Das Ganze nochmal. So, jetzt gespeichert, dass ich diese Falle eben umgangen habe. Das war eben auch mehr Glück als Verstand. Dann gehe ich hier hin. Okay, alle folgen mir. Keiner ist gestorben. Das ist ja schon mal ein Fortschritt.
also vor allem ich bin nicht gestorben. Die ganzen Kleinen muss ich mir mal irgendwann zu Gemüte führen. Wisst ihr was, ich muss jetzt schon damit anfangen, sonst wird das eh nichts. Das heißt, ich muss jetzt schon irgendwelchen Kram aufteilen auf die Leute wieder, ist das schön. Jaina, was hast du noch so frei? Wie viele Plätze? Du hast nicht mehr so viele Plätze frei. Hast du noch so eine komische... Nee, hast du nicht, so eine Wurzel, das war nicht. Du hast noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plätze frei. Ha. Dann kannst du also diese komische Pistole schon mal haben. Damit bist du voll. So, Virgil. Du hast noch reichlich Plätze frei, das ist sehr gut. Bekommst du das schon mal? Diese habe ich nicht gerade der anderen die Pistole gegeben? Ich habe zwei davon gehabt, na guten Tag. Ja, und du wirst wahrscheinlich gleich wieder mit ordentlich Bögen ausgestattet. So, du hast hier Gold. Achso, und Dolche natürlich, jede Menge Dolche. Der Schamane hat Gold, 17 an der Zahl und noch ein Dolch natürlich. Der nächste Schamane hat nur den Dolch. Das waren die drei, die hier gestorben sind. Hier gibt es noch mehr Krieger mit noch mehr Gold und noch mehr Dolchen. Die Dolchen. Noch einen davon. 11 Gold und ein Dolch wahrscheinlich. Und wenn nicht, dann eben kein Dolch. Ist hier noch jemand gestorben, den wir noch nicht geplündert haben? Ja, hier ist noch jemand. Oh, Bogenschütze. 14 Gold. Ein paar Pfeile und wahrscheinlich auch einen Bogen. Ja. Haben wir die schon geplündert? Haben wir nicht. Pfeile, Bogen und Gold. Aber ich habe leider keinen Platz mehr für den Dolch. Moment. Virgil? Was wünscht ihr? Ach ja, muss leider sein. Ich möchte mich auch nichts verkommen lassen, ehrlich gesagt. So, was kann ich dir denn geben? Du hast zwar noch reichlich Plätze frei, aber du hast irgendwie alles dumm verteilt. Warte mal, machen wir das mal so. Da kann ich vielleicht noch einen Bogen geben. Oder so, da kann ich jetzt einen Bogen geben. Ja, noch einen. Ja. Und noch einen. Noch einen habe ich gar nicht. Dann bekommst du eben keinen. Also vorerst nicht. Aber hier ist bestimmt noch einer gewesen, oder? Nein, du nicht. Ja, ein Dolch hat man hier noch. Okay. Und noch mehr Gold. Und noch ein Bogen und noch ein paar Pfeile. Sehr schön. So, das Ganze nochmal. Was wünscht ihr? Du kriegst noch einen Bogen und wenn es geht noch ein Dolch und wenn es geht noch ein Dolch und wenn es geht noch ein Dolch und wenn es geht noch ein Dolch. Schade. Und du kriegst die Pfeile wieder. Kannst ruhig alle haben. Das ist mittlerweile recht viel Pfeile, oder? Wie viel hast du? 246, das ist gar nicht mal wenig. Kann ich dir eigentlich noch Pfeile geben? Die kann ich gar nicht mehr geben. Aber Magnus hat bestimmt noch ein bisschen was frei, oder? Ja. Hier, hier, hier und hier. Sehr gut. Okay, die habe ich schon alle geplündert. Weiter geht es. F7. Dass ich es nicht vergesse. Die habe ich, glaube ich, auch schon geplündert. Und jetzt kommt diese Horde noch ran. Na, guten Tag. Wir haben Pfeile, Bögen und was weiß ich nicht alles. Wir haben ein Gold und ein Dolch. Hier gibt es 19 Gold, Bogen und Pfeile. 15 Gold, Bogen und Pfeile. Kein Gold. Dafür Bogen und Pfeile. Leider kann ich den Bogen gerade nicht so richtig aufnehmen. So, haben wir ihn kurz drüben. Ah, Gold, Bogen, Pfeile, bla. Warte mal, wer hat noch... Magnus, du hast noch Platz für Pfeile. Wie darf oder ich für Bogen. Sein? Das wird echt ganz schön knapp hier. Ich wage jetzt mit Zweifel, dass wir alles mitbekommen. Wir müssen am Ende echt ein bisschen auswählen, was wir alles mitnehmen. Aber ich bin echt so knauserig, dass ich auf gar keinen Fall irgendwas hier lassen möchte. Ja, dann halt so. Ah. Den kriegst du noch mit, das sehe ich doch. Und einer fällt euch bestimmt noch, habe ich bestimmt noch irgendwas für dich. Dann weiß ich nicht, ob das alle direkt komplett voll sind. Mit irgendwelchen Dingen. Da. Mist. Das war dumm. Hier eine Blechdose. Wundervoll. So. Bei dir war es noch ein Bogen. Bei dir war es auch noch ein Bogen. Hier war es nichts mehr. Bitte kein Bogen. Hallo Bogen. Ach, gut. Aber einen Bogen kann ich ja noch mitnehmen. Wie schön ist das denn? Dann gebe ich doch die Pfeile wieder. Da sind wir alle, glaube ich, fast komplett gefüllt. Ja. Außer ich habe noch drei Plätze frei. Das ist ja super. Okay, das habe ich mal kurz gespeichert. Es tut mir leid, dass ich das alles looten musste, aber ich bin erstens gierig und zweitens, wie gesagt, will ja nichts verkommen lassen. Diese Truhe oben habe ich schon geplündert, nicht wahr? Ja, habe ich. Ist hier drüben noch irgendwas? Noch eine Truhe. Ah.
Was war das? Gift? Nee, Gift ist nicht gut. F8. Okay, unangenehm. Sehr unangenehm. Was hier eigentlich drin hat, ist auch gelohnt. Wir finden einen ungeschliffenen Smaragd, einen ziselierten Ring, einen ungeschliffenen Rubin, dann. Ja, jede Menge Heilung offensichtlich. Wir finden 46 Gold, kann ich ja schon mitnehmen. Ein Saphir-Collier, was zwei Plätze wegnimmt, was ich jetzt schon wieder hasse. Und ich glaube, ich werde. Was ist davon am wenigsten wert? Ich habe offen gestanden überhaupt keinen Schimmer. Ich packe erstmal so einen Bogen weg, weil die elektrischen Teile möchte ich haben und alles andere möchte ich auch haben. Das ist bestimmt auch viel wert. Da ist noch eine Truhe. Oh, 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 oh. Ich speichere nochmal in der Hoffnung, dass ich da auch lebend hinkomme. Einfach mal hingehen. Irgendjemand ist gestorben. Nee, es war eine Elektrofalle. Keiner ist gestorben. Sehr gut. Und wir haben eine Tesla-Spule, die, glaube ich, ganz schön geil ist. Dafür kriegst du noch zwei Bögen. Ein Smaragd-Collier, 26 Gold und eine kleine Sprungfeder. Alles wunderbar. Oh, ich habe wieder einen Platz frei. Also vier Plätze habe ich frei. Da kann ich einen Bogen wieder mit zurücknehmen. Sehr schön. Ich speichere nochmal. Mein Gott, wir sind schon bei Folge 3 und haben immer noch nicht alles fertig. So, komme ich jetzt hier raus, ohne dass wir sterben oder schlimmen Schaden nehmen? Weiter. Ohne dass wir alle schlimmen Schaden nehmen. Oh, 49er Vergiftung, das ist ja mal echt, das ist ja ein Traum. Oh, die Vergiftung ist geheilt. Das war richtig gut. Vielen, vielen Dank, Virgil. Virgil, F7. Können wir jetzt endlich weitergehen? Oder? Ach, wir haben hier noch einen Gang, oder? So ein Teilgang. Mit noch mehr Ratten. Und noch einer Truhe. Okay, gut, weiter geht es. Drei Ratten diesmal. Dann greift mal an, meine kleinen Mannen. Und meine eine Dame. Bitte, ich bin schwer verwundet. Schnell, ich brauche Heilung. F8. Vielleicht sollte er dich auch nicht so schnell angreifen. Hallo? So. Ach, Markus ist gerade gestorben. Das ist natürlich ein bisschen doof. Bitte, ich bin schwer verwundet. Seid ihr blind? Sag mal. Was bei. Irgendwie, warum wird Markus eigentlich nicht geheilt? Jaina, du hast doch genug Heilkran dabei, oder? Ich hab dir doch ganz schön viel gegeben. Der auch schon wieder komplett aufgebraucht ist. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Dann Magnus. Wie darf ich euch behilflich sein? Wie wär's, wenn du mal so ein Heilding nimmst? Viel besser, nicht wahr? So, dann nehme ich vielleicht auch nochmal so ein. Warte mal, dann gebe ich der Jailer nochmal so ein Heilding. Die kann mich nämlich nochmal heilen. Wenn das geht. Handeln wir ein bisschen. Komm, lass uns kurz mal. Kriegst die Blüte. So. Heilse mich. Sehr schön. Kannst du zurückhaben. Jetzt speichern wir nochmal. Und machen das Ganze nochmal. So, das erste Rad nämlich schon fast gleich tot. Seid ihr blind? Was bei allen Göttern? Oh, ich meine, mehr Glück beim nächsten Mal. So, nochmal tot. Und die letzte Ratte ist ebenfalls tot. Gut, nochmal schnell gespeichert. Okay, und hier sind wahrscheinlich Fallen. Nicht eine, wie günstig, aber ein großes Blech, oh mein Gott, nein. 23 Gold, Lavastein, hier Thermometer, Bogen weg, Saphir-Collier. Will ich lieber den Bogen oder das große Blech haben? Ich will das große Blech haben. Wie viel brauchst du? 6 Plätze brauchst du, okay. Ja, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder belastet. Und geh wieder raus. Und hoffe, dass ich mal irgendwann auf das Geheimnis des Schwarzberg-Clans stoße. Hier ist es eine Art Thron oder so. Und hier geht es weiter in weitere Räume. Ist das unnormal? Okay, hier ist eine Blutpfütze, das ist eine Blutspur. Offensichtlich. Und hier führt ein relativ langer Gang irgendwo hin. Eine verschlossene Holztruhe. Vielleicht finden wir hier irgendwas Cooles. Was finden wir denn hier drin? Weiß ich noch nicht. Erstmal in Dietrich reingucken. Das Schloss wurde geknackt. 2 Kartokristalle. Ich kann aber nur einen tragen. Den nehme ich schon mal. Vielleicht sehe ich ihn noch irgendein Feld nicht. Nein, Mist. Muss man auch der Bogen weg. Wunderbar. Ich kann aber die ganzen Ringe hier an unsere Leute ausstatten. Ich habe zum Beispiel noch Smaragd-Collier, Saphir-Collier, was ich mir selber mal umhängen kann. Dann kann ich hier den Magnus. Der ist doch ganz hübsch. Der kann doch mal so Saphir-Collier tragen.
Es sei denn natürlich, du weigerst dich, weil du angeblich keinen Platz frei hast. Ja, das ist auch ein bisschen schwierig, jetzt das irgendwie hinzukriegen bei dir. Hilf mir mal, Computer. Vielen Dank. Da. Das sind nämlich zwei Buddies. Zwei Saphir-Buddies. Und einen Ring kriegst du auch noch, weil du noch so einen Platz hast. Und die Dame, die bekommt ein schönes Smaragd-Collier, weil das schön aussieht. Dazu gibt sie mir erstmal das und das. Dann bekommst du noch einen Ring. Du bekommst aber einen schönen Saphir-Ring. Passend. Ah, nee, Saphir-Ring, das passt ja gar nicht zum Smaragd. Dann bekommst du halt den Kupferring. Und einen ziselierten Ring, hier. Und noch einen Kupferring. Kannst du nicht mehr tragen oder willst du nicht mehr tragen? Oho, die feine Dame will den Ring nicht tragen. Doch, jetzt will sie tragen. Sehr, sehr schön. So, dann kannst du deinen Kram wieder zurücknehmen. Und Virgil, du hörst bitte mal auf, die falschen Dinge zu tragen. Ach nee, hörst du nicht auf, die falschen Dinge zu tragen, denn wir haben kein anderes Collier für dich. Na gut, dann kommst du aber zwei Ringe wenigstens. Und zwar diesen. Du hast keinen Platz, nicht wahr? Nimm diesen Ring. Und nimm auch diesen Ring von mir. Sehr schön. Kannst das Ding wieder haben. Und Sock. Du hast natürlich auch keinen Platz. Hast du schon so ein gutes Collier? Oh ja, du hast ein Saphir-Collier sogar. Ein Smaragd-Collier. Dann bekommst du noch diesen Diamantring. Und diesen ziselierten Ring. Weil du ein schönes Mädchen bist. Sehr schön. Wunderbar. F7. Was haben wir hier drin zurückgelassen eigentlich? Ein Bogen. Den kann ich jetzt wieder mitnehmen. Toll. Fantastisch. So, wir haben ja jede Menge Blut. Das gibt mir, wie gesagt, schon sehr viel Mut. Schwere Holztür. Und ich meine mich tatsächlich daran zu erinnern. Ach nee, doch. Dass dieser Gang oder diese Gänge hier irgendwie ganz furchtbar war. Es kann auch sein, dass es Never Midnight war. Also ich speichere nochmal. Und ich glaube, hier sind, glaube ich, ganz, ganz viele Fallen. Ich habe ja gerade gespeichert. Einfach mal gucken. Ja. Ja. Und ich glaube, der Gang war ewig lang. Er war wirklich ewig lang. Oh mein Gott. Noch eine Falle. Gut, dass ich sie alle vorher weggreife. Wie lang ist dieser Gang? Wo schlängelst du dich bitte noch lang? Und Virgil, bitte hilf mir. Was wünscht ihr wegen von der Vergiftung? Mir? Welche Art von Heilung? Welche Art von Heilung? Ich bin fertig. Was also wünscht fertig, ihr hat von mir nicht geholfen. Okay, wenn ich dich bitte, meine Vergiftung von mir zu nehmen, dann klappt es nicht. Aber wenn ich überhaupt nichts mache, dann ist alles gut. Dann heilst du mich. Du bist ein lustiger Mann, Virgil. Egal, ich drücke F7. Ihr könnt übrigens mal kurz diese Schriftrolle mitnehmen. Wäre viel cleverer, glaube ich. Denn mit ein bisschen Glück umgehe ich die Fallen. Mit noch viel mehr Glück umgehe meine Leute auch noch die Fallen. Ach, hier sind keine Fallen mehr, oder was? Mhm. Doch, eine Falle. Noch eine Falle. Die Schriftrollen vielleicht mal vorher nehmen sollen. Ach, wenn ihr alle die Fallen umgeht, dann hätten wir auch den Mittelteil machen können von vorhin. Aber egal. Also, wir hatten ja schon vorher eine Etage, wo wir ganz viele Fallen hatten, wo ich dann gestorben bin an so einem Dunkelelfendieb. Kurz nochmal gespeichert. Ich glaube, so lange hält diese Schriftrolle auch nicht mehr. Könnte ich mal irgendwann zum Ziel kommen? Ach, da ist noch eine Falle. Sehr schön. Noch eine Falle. Noch eine Falle. Ich bin sehr gut, dass er übrigens stehen bleibt davor. Ja, willkommen in den Zwergenminen, die so unglaublich lang sind und verschnörkelt, dass man manchmal etwas erbrechen müsste. Also dieser Gang hätte auch weiß Gott etwas kürzer sein können. Ein Feuer. Was soll ich mit dem Feuer machen? Mich verbrennen, meine Rüstung kaputt machen? Hier haben wir ein paar Loren. Ja, ja, geht mal bitte nicht da rein. Oh mein Gott. Und hier ist eine Kiste, eine schwarze Truhe. So, speichern. Und bitte, mal sehen, was hier drin ist. Ach, hier geht's weiter, natürlich. Hallo Falle. Hallo Falle. Nur Gold? Ein Gold? Oh, ich war vergiftet. Kurz mal geladen. Nochmal so eine Schriftrolle genommen. Ein paar haben wir davon ja noch. Ja gut, das eine haben wir mitgenommen. Virgil?
Hilf mir. Was wünscht ihr von mir? Welche heilen, Art von Heilung? Heilen, welche Gift, Art? Ich Gift. Bin fertig. Vielen, vielen Dank, was Wetterherr. Wünscht ihr von? So, F7. Und weitergelaufen, weil der Gang noch nicht lang genug war. Oh Gott, eine Falle. Hier steht jemand. Zwergendorfbewohner. Oh mein Gott. Tja, ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Um den kümmern wir uns aber erst in der nächsten Folge, nicht wahr? Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.